Der 4. April 2023 ist ein historischer Tag für die USA. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes muss sich ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten. Donald Trump erscheint persönlich im Gerichtsgebäude in Lower Manhattan und wird mit 34 Anklagepunkten gegen ihn konfrontiert. Alle wegen mutmaßlicher Verbrechen, darunter Schweigegeldzahlungen an eine angebliche Ex-Affäre. Trump plädiert auf nicht schuldig. Seinen Auftritt in der alten Heimat dürfte sich der Ex-Präsident anders vorgestellt haben. Statt der von ihm erhofften Massenproteste gegen seine Festnahme haben sich nur wenige Unterstützer eingefunden. In Florida hat Donald Trump mehr Fans. Nach der Anklageverlesung kehrt der 76-Jährige deshalb sofort zurück auf sein Anwesen Mar-a-Lago und geht kurz darauf in einer Rede vor seinen Anhängern schon wieder zum Angriff über. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Impeachment hoax number one. Impeachment hoax number two. Trump unterstellt den Demokraten außerdem massive Wahlbeeinflussung und bezeichnet seine Strafverfolgung als Versuch seiner politischen Gegner, ihn für die Präsidentschaftswahlen 2024 auszuschalten, bei denen er erneut antreten will. Trumps Ziel ist klar, er versucht aus seiner Festnahme politisches Kapital zu schlagen. Und er könnte damit Erfolg haben, wenn die Republikaner ihm zustimmen und sich wieder hinter ihn stellen. Im medialen Rampenlicht steht er mit seiner Anklage auf jeden Fall. Der nächste Gerichtstermin für Donald Trump wurde für den 4. Dezember angesetzt. Der Prozess könnte dann Anfang 2024 beginnen.